So, willkommen zurück zu Chernobylite. Tag Nummer 5, Staffel Nummer 1, Folge Nummer 5. Und wir werden auf jeden Fall nachher auch mal die Fähigkeiten ausbauen. Михаил, ты куда, черт возьми, подевался? О, Игорь, мне нужна твоя помощь. Я в здании, которое я подорвал. Я застрял. А еще здесь что-то есть. Что-то очень стрёмное бродит. Я так рад слышать твой голос. Только возьми противогаз, если решишь сюда забраться. Это в доме, рядом с памятником. Не пропустишь. А газ... очень эффективен. Новый токсин. Горчичный. Называется агент Оранж. Да уж, мистер спецагент. Ты же ничего не смыслишь в нервном газе, верно? Der Typ, der sich in der Luft gesprengt hat, er steckt fest, ey. Unser Freund Mikali. Oder Mikhail. So, wo schicken wir denn den hin? Den schicken wir nach Pripyat Port. Mysteriöser Informant. Endlich behauptet jemand, Informationen zu Tatjana zu haben. Es lohnt sich zu überprüfen, auch wenn es ein langer Schuss ist. Obwohl du vorsichtig sein solltest. Der Mann ist sehr eigenartig. Die sind ja alle ein bisschen eigenartig. Mikhail in Schwierigkeiten. Mikhail war einverstanden, sie abzulenken, während du dich in die Sperrzone schlich. Er hat die Aufmerksamkeit der NAR ein wenig so gut auf sich gezogen. Berichten zufolge musste er sich in einem stark kontaminierten Gebäude direkt hinter dem Tor der Militärbasis in Moskau Ai verstecken. Dann werden wir dem Typ mal helfen. Носорогодин, носорогодин, это синяя птица, прием. Это носорогодин, докладывайте, синяя птица, прием. Носорогодин, ваши координаты. Вы видите группу носорог 2, прием. Синяя птица, никак нет. Никаких следов носорога 2. Вижу здание 800 метров к северу. Оно выглядит так, как будто после недавнего взрыва. Ждем приказов, прием. Носорогодин, ждите дальнейших указаний. Конец связи. Ja, in der Luft gesprengt. So, ein neuer Tag in der Sperrzone. Level 2 erreicht, finde Elemente, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Erstmal hier unser Dosimeter. Wir müssten uns mal was drin ziehen. Gasmaskefilter haben wir. Antiradioaktives Arzneimittel. So, Erste-Hilfe-Set könnten wir eigentlich auch mal benutzen. Sehr schön. Eine Kaliumslösung, welche bei Einnahme dabei hilft, dass weniger radioaktive Partikel aufgenommen werden. Klingt schon mal gut. Okay, 190 Meter. Das andere ungefähr 40 Meter. Und dann schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Aha, wieder so ein Handeltyp. Oder? Добро пожаловать. Купишь что-нибудь? Handeln.
Wir fragen erstmal über Tatjana. Я еще одну девушку. Может, ты слышал ее имя? Татьяна. Татьяна Амалиева. Она была ученым, физиком, ядерщиком. Пропала 30 лет назад. Всеми забыта. Одна. Неа. 30 лет? Слишком давно. Да нету тут физиков-ядерщиков в округе. Да и женщин в зоне совсем немного. Она тебе не померещилась, чувак. Левое воспоминание, да, стрёмный призрак. Ладно, проехали. Эта местность не очень-то она приветливая. Тебе так не кажется? Ага. Еще и бойцы НАР. Сначала стреляют, а потом уже вопросы задают. Ты разве их не боишься? Так и есть. Они забрали моего друга, жутко его избили. Может, до смерти? Так почему ты еще здесь? Жажда независимости, поиск острых ощущений, причуда, развлекуха. Найди меня. So, was hat er denn hier zum Handeln? Покажи, что у тебя есть. Auf jeden Fall könnte ich ein Medikit gebrauchen. Sehr schön. Jo, dann zieh ich mal durch. Ладно. Приятного пикника. Ну, приятного это вряд ли. А вот расслабона будет достаточно. Окей, zieh durch. So, haben wir auch den Erste-Hilfe-Kasten bekommen. Sehr schön. So, 180 Meter und 70 Meter. Zum Glück haben wir auch die Gasmaske mit dabei. So, dann schauen wir uns erstmal uns in diesem Gebäude um. 60 Schuss, 12 Schuss. Ah ja, was ist denn hier passiert? Ist das... warte mal. Das ist der Handeltyp? Ah, da oben. Okay. Dann latschen wir mal da hoch und sammeln das Zeug ein. Hat sich hier alles ein bisschen verändert. Ach, das ist nur Munition. Okay. Davon haben wir ja erstmal genug. Eieieiei. Wer ist er denn? Wo kommt denn der her? Aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft? Ja, und wir brauchen auf jeden Fall einen besseren Rucksack, ey. Das ist viel zu klein, was wir haben. So. Hoppala. Ja, hier komme ich doch nicht weit, wa? Ne. Eieiei, da hat uns einer schon gesehen. So, wir gehen erstmal hier hinten hin. 100 Meter. Mal gucken, was wir da haben. Ach, das ist doch hier. Ja, alles klar, der Typ da. Der sich schon in der Luft gesprengt hat. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie wir hier überhaupt rinkommen. Ich gehe schon mal rein. Sehr schön. 15 Meter.
Munition haben wir hier noch. Erste Hilfe. Oh ja, wir sind komplett voll, ey. Schade, ey. Wir müssen auf jeden Fall die Fähigkeiten ausbauen. So, wir müssen gucken. Wie wir jetzt da am besten hinkommen. Gasmaske filtern, nimm mal mit. Naja, braucht die Gasmaske, ey. Ohne das geht gar nichts, ey. Mann, ey, hier ist ja richtig hell, ey. Ist denn der Typ, ey? Kann ja nur er sein. Михаил, ты как? Что за черт? Ne. Anscheinend nicht, ey, aber irgendwas passiert jetzt hier. Arzneimittel können wir das nicht mitnehmen. Komm ich da nicht ran? Hä? Na komm, scheiß drauf. Ey! Meine Gasmaske. Die brauche ich noch. Ja, ein bisschen sehr merkwürdig hier. Oh, я тебя помню. Ты же дьявол. Ты слышал зов и подчинился. Мы здесь сдохнем. Я принесу свою жертву. Цветы отчаяния уже зацвели. Что ты несешь? Какие цветы? Мы в опасности? Они уже здесь. Они здесь. Уже сзади тебя. Смотри. О, я серьезно, ты. Я кнелю на пыль, я тебе это. So, können wir jetzt weiter? Ja. Was ist denn jetzt hier los? Boah, wie das hier aussieht, ey. Sag mal, was ist denn? Was ist hier los, ey? Ja, bleibt jetzt hier einfach sitzen, ne? Okay. Chernobyl Light 1.0. Kann ich nicht mal mitnehmen, ey, so eine Scheiße. Moment, können wir denn hier irgendwas wegfeuern? Aber das brauchen wir ja auch alles, ey, shit. Sieht
schlecht aus. Mann, das ist ja nicht schlecht gerade, ey. Entfernen, nein. Ich bin voll, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Müssen wir ihn rausnehmen. Ja, принес свою жертву. А что я получил? Почему? Даже этот жертву принес. Жертву принес. Жертву принес. Получил. Что? 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 Будьте прокляты. Сраные служаки. Чтоб оно все. Er hat auch ein bisschen was an. Normalerweise dürfen wir aus dem Inventar eigentlich gar nichts entfernen, weil wir das alle brauchen. Это было супер плохо. Ну что, мы квиты? Нет. Греть тебя в аду. Ты на их стороне. Я не на их стороне. Гори в аду. Also auch ein bisschen sehr undankbar, ne, der Typ, ey. Er kämpft ihn aus der Scheiße. Ich würde sagen, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Oder wir werden die Fähigkeiten ausbauen. So, okay. Сэр, мой источник позывной «Красный глаз» утверждает, что РЛС-дуга — это не только часть антибаллистической загоризонтной системы. Согласно другому нашему источнику, позывной «Белоснежка», в КГБ интересуются экспериментами по управлению сознанием. Для этого им понадобится очень много энергии и антенны. Большая антенна. Ну, я бы сказал, там бомбил нас erstmal Fahrt in der Base auf und die Fähigkeiten ein bisschen ausbauen. Ну как, Оливер? Как продвигается миссия? Я прибыл на место и встретил самого стрёмного мужика в своей жизни. Он сказал, что владеет важными документами. Он хотел мне их отдать, но нар свалились мне на голову. И как бы странно это ни звучало, мне показалось, что он прав. Нельзя было отдавать в лапы нар то, что хранилось в этом здании. Ja, aber trotzdem hat er seine Mission erfolgreich abgeschlossen. Da kriegt er von mir auch eine schöne Ration. So, Fähigkeiten. Da, Igor. Trainieren. Ich sollte einige Zeit mit ihm verbringen, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Можешь чему-нибудь, ну, научить меня? Если ты хочешь выжить в зоне боевых действий, нужно улучшить навыки стрельбы. Могу показать тебе пару приемов. Но это займет время. Да и легко не будет. Я тебя жалеть не собираюсь. Pistolen schießen, sehr schön. Ich will effektiv schießen. Trainieren. Gib einen Social Point aus. Ладно, давай начнем. Иди за мной и готовься.
Вот что будем делать. Начинаешь стрелять по моей команде. Я дал тебе 5 патронов. Здесь 5 мишеней. Пусть ни один выстрел не будет зря. Готов? Огонь! Целишься, зафиксируй локоть. Смотри немножко, пока она не совпадет с прорезью. А стрелять от бедра не быстрее? Ну разве что, ты не планируешь попадать. Жизнь — это не фильм про ковбоев. Тебе нужно целиться. Ты вроде неплохо справляешься. В общем, насчет твоей точности, отличный выстрел. Неплохо, неплохо. Не schlecht. Ja, Oliver wird das mögen. Neuer Vorteil erlernen. Kleinwaffenexperte. Да, Игорь. Можешь чему-нибудь, ну, научить меня? Если ты хочешь выжить в зоне боевых действий, нужно улучшить навыки стрельбы. Могу показать тебе пару приемов. Но это займет время. Да и легко не будет. Я тебя жалеть не собираюсь. Ich möchte mich leiser bewegen. Auch ganz wichtig. Auf jeden Fall werden wir das erstmal auch nochmal machen. Ладно, давай начнем. Иди за мной и готовься. Leise bewegen, ganz wichtig. Desto leiser, umso besser. Neuer Vorteil erlernt, die Schatten. Gehen wir mal in unseren Inventar. Das wird hier, glaube ich, auch alles noch erweitert. Dann haben wir da auch mehr Platz. Chernobylite, ein Kristall aus einer unglaublich seltenen Substanz. Eigenschaften unbekannt. Alkohol, das beliebteste Getränk in Tschernobyl. Öffnet die meisten Türen und ist ein Schlüssel zum Herzen der meisten Einwohner von Tschernobyl. Revolvermunition, normale Kugeln für den Nagant-Revolver. Ein gut abgerundetes Projektil mit moderatem Bremskraftbereich und moderaten Kosten. Erste-Hilfe-Set. Eine Reihe pflanzlicher Medikamente und entzündungshemmender Verbände für den Einsatz bei großen Wunden. Anti-radioaktives Arzneimittel. Eine Kaliumlösung, welche bei Einnahmen dabei hilft, dass weniger radioaktive Partikel aufgenommen werden. Gasmaskenfilter. Ein kleiner perforierter Behälter, der mit Silikonreagenz gefüllt ist. Es ist für das einwandfreie Funktionieren der Gasmaske unverzichtbar. Sobald sich alle Reagenten mit giftigen Partikeln verbinden, ist der Filter völlig unbrauchbar. Riffelarmo. Perfekt für die AK-47. Mechanische Teile, Herstellungsprozessen, Pilze. Ein Teil der Pilze in Tschernobyl gewachsen. Es kann zur Herstellung von Medikamenten verwendet werden, enthält aber auch eine kräftige Dosis Radioaktivität. Elektronische Teile, Herstellung von Ressourcen. Kräuter, brennbar, Adrenalin. Eine Einwegspritze mit einer Dosis eines Arzneimittels mit stark Wiederbelebungskräften regelmäßiger Anwendung kann zu schweren psychischen Nebenwirkungen führen. Lebensmittelration. Lebensmittel verarbeitet für maximale Haltbarkeit und Beibehaltung des Nährwerts. Es wird Jahrzehnte dauern, schmeckt aber wie Müsli in Brühe. Umgebungsscanner. PDA-Erweiterung mit integrierten Geigerzähler und Umgebungsscan-Funktion, nützlich zum Aufnehmen von Ressourcen. Portalgenerator, ein klobiges, aber sehr ausgeklügeltes Hightech-Werkzeug, das mit Hilfe von Chernobylite stabile Wurmlöcher erzeugt. Wir können ja mal gucken, was wir jetzt hier bauen könnten. Hydraulische Presse. Klobige Hydraulikpresse mit der
mit der du Munition für alle Waffen herstellen kannst. Klingt auf jeden Fall auch interessant. Da werden wir uns das Teil hier mal hinbauen. Fange an zu basteln. Sag mal nicht, ich denke es falsch rum, ey. Ein Stromgenerator brauchen wir auch mal. Oder haben wir die noch nicht? Elektrische Datenbank, einfache Drehmaschine, mit der du Waffen bauen könntest oder können. Ach shit, ey. Moment. Aufheben. Dann knallen wir uns mal hier hin. Nicht genug Strom. Bau einen Generator oder Geräte, das weniger Strom erzeugt. Um den Stromverbrauch zu senken. Generatoren, Maschinen, die elektrischen Strom erzeugen. Den Stromgenerator, den werden wir uns mal hier in der Ecke knallen. So. Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen was gebaut. Kein erstklassiges, aber sehr nützliches Labor, mit dem du Antistrahlenpillen, Gesundheitskits und mehr herstellen können. Mit diesen Tools kannst du deine Waffen upgraden. Upgraden der Shotgun. Mit diesen Tools können sie ihr Gewehr aktualisieren. Einen einfachen Garten zum Gemüse anpflanzen. Kräuter anpflanzen und Pilze anpflanzen. Q-Wave-Generator. Der Prototyp des Quantenwellengenerators für die NASA, Teil eines ausgefallenen Antriebssystems. Star Concours Igor behielt eine Kopie der Blaufassung und schaffte es, die Arbeit zu beenden. Es verzögert den Tschernobyl-Sturm um ein paar Minuten. Das ist gut, ey. Dann brauchen wir da nicht so hektisch rumrennen. So. Für die AK-47 Grundmunition für die Schrotflinter, hohe Bremskraft und Genauigkeit, aber bei großer Reichweite unwirksam. Normale Kugeln für den Nahkantrevolver, ein gut abgerundetes Projektil mit moderaten, ach ja, das hatten wir schon. Da können wir uns eine Waffe basteln. Eine AK-47. So, dann haben wir uns schon mal eine kleine Waffe gebastelt. Die packen wir mal auf der 4. Ja, 23 Schuss ist erstmal okay. Und 8 Schuss. So. Das heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen Munition basteln.
Machen wir einmal. Zweimal. Und immer für die Shotgun. So. So, was haben wir denn hier noch? Können dann später noch die Kräuter anbauen und die Pilze. Hier könnten wir noch die Waffen upgraden. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Ein gewöhnlicher Arbeitstisch, mit dem du Sachen wie Drehmaschinen oder hydraulische Presse herstellen können. Nee, das war ja der Teil. Moment. Verschiedene Formen und Größen von Vollbaustoffen. Der Bau bestimmter Strukturen kann die Zugänglichkeit und Organisation des Raums verbessern und die Privatsphäre der Bewohner stärken. Ein Hauch von Grünzeug lässt dich fühlen wie daheim. Okay. Ein einfacher Papierkorb. Ja, den knallen wir uns mal hier hin. Alles, was elektrischen Strom verbraucht, kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein. Geräte, die Licht abgeben, unverzichtbar für den Komfort der Bewohner. Geräte, die ihre Männer helfen, sich zu entspannen und Probleme zu vergessen. Ein Fernseher. Schwarz-Weiß-Fernseher, Full HD, 4K-Fernseher und ein einfaches Radio. Möbel, in denen sie ihre Sachen aufbewahren können. Auf dem sie sich nachts ausruhen können. Stühle und ein Tisch. Du kannst hier eine Menge Zeug verstauen. Einfach eine Kommode, du kannst hier Sachen verstauen. Ich würde sagen, ich nehme erstmal das Einfache. Die Sache braucht man dann hier unten hin. So, ein bisschen schon gerade. Weil da könnte ich Sachen reinpacken, die ich jetzt erstmal nicht brauche. So, wir packen das alle darin. Weil wir brauchen einfach den Platz. Das Alkohol lassen wir mal hier. So, was können wir denn noch da lassen? Das Teil können wir erstmal da reinpacken. So, und somit ist es schon erstmal voll. Und dann brauchen wir ja, müssen wir mal gucken, wie wir das dann alt machen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal absafen. Und die Fähigkeiten haben wir jetzt bestimmt auch. Ja, Kleinwaffenexperte und die Schatten.
Sehr schön. So, dann legen wir uns hier mal hin. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder von Chernobylite. Bauen dann vielleicht noch ein bisschen die Base aus. Schauen wir mal, wie viele Materialien wir da zur Verfügung noch haben. Und dann sehen wir mal weiter. Würde ich sagen, haut da rein. Und bis dann.